Wir können hier ja, von einem verdienten Sieg sprechen. Ja, wir haben gewonnen zu null, was mir auch wichtig ist. Ja, ich denke, am Ende war es von uns gerade defensiv eine wirklich starke Leistung. Im Laufe des Spiels dann auch ja, mit Ball besser. Vor allem jetzt in dieser Saison, ja, das erste internationale Spiel wollten wir unbedingt gewinnen. Unser Ziel ist es, weiterzukommen, und jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht, aber es kommen noch mehrere. Wir wollten einfach gut in die Europa-League-Saison starten. Es ist uns heute geglückt. Natürlich haben wir jetzt damit auch wieder ein Stück weit mehr Selbstvertrauen, wobei ich glaube, dass es uns daran nicht mangelt. Das ist nicht arrogant gemeint, aber ich glaube, dass wir mit einem gesunden Selbstvertrauen ausgestattet sind, das auch sein können. Und jetzt freuen wir uns auf Bremen. Jetzt ruhen wir uns heute aus, aber Sonntag geht's weiter. Der Trainer hat es in der Kabine gesagt, wir haben jetzt am Sonntag ein Spiel wieder. Es geht Schlag auf Schlag. Ich finde das gut. Wenn man mit dem Sieg drei Tage später wieder spielen kann. Es soll Selbstvertrauen geben, aber wie gesagt, es soll nicht wieder das gleiche Thema sein wie gegen FC Bayern, wo du sagst, okay, du schlägst die Bayern, und gegen Frankfurt sah es dann wieder ja, nicht so toll aus. Ich sag mal, als junger Bub, sag ich mal, ist es immer so ein Traum gewesen, so unter der Woche am Abend Flutlicht, Euroleague, Champions League zu spielen. Ist heute für mich in Erfüllung gegangen, dass dann mit dem Tor klappt und mit dem Sieg. Das ist was ganz Besonderes für uns natürlich und freut uns extrem.